Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute kochen wir ein Mittagessen und zwar gibt es heute einen Tomatenreis. Ich werde noch ein bisschen gekochten Schinken mit reingeben. Ihr könnt ihn aber auch weglassen, dann habt ihr ein vegetarisches Gericht. Und ich werde heute nur für zwei Personen kochen. Ihr könnt aber die Zutaten ganz einfach verdoppeln und habt dann ein Gericht für die ganze Familie. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Viel Spaß beim Video! Ja, wie gesagt, das Rezept heute ist für zwei Personen. Ihr könnt aber einfach die Zutaten verdoppeln und habt dann ein Gericht für vier Personen. Eventuell müsst ihr die Kochzeit, die Garzeit etwas verlängern. Aber da könnt ihr ja eine kleine Garprobe machen, einfach mal geschwind testen, ob der Reis schon gar ist. Und wir brauchen jetzt für dieses leckere Gericht folgende Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox. Zum einen etwas Petersilie, dann eine Zwiebel, etwas Öl, Reis, Möhren, eine Dose stückige Tomaten, etwas Wasser, Salz, Pfeffer und wie gesagt gekochten Schinken. Den könnt ihr aber auch weglassen oder zum Beispiel ein bisschen Feta-Käse als Ersatz dran geben und ihr habt ein vegetarisches Gericht. Also finde ich ganz toll, dass man so ein bisschen variieren kann. Zuallererst habe ich hier drei Stängel Petersilie, da habe ich mir nur die Blättchen abgeschnitten. Ich habe ja da mein Töpfchen stehen, habe ein bisschen was abgeschnitten und das werde ich jetzt als erstes in den Mixtopf geben und zerkleinern. 3 Sekunden auf der Stufe 8. So, Petersilie ist schön klein. Die fülle ich mir gerade wieder in mein Schälchen um. Stelle das Schälchen zur Seite bis später. Als nächstes kommt eine Zwiebel, die ich geschält und geviertelt habe, in den Mixtopf und sie zerkleinern wir jetzt auch. Deckel wieder aufsetzen. 3 Sekunden auf der Stufe 5. So, danach schiebe ich die Zwiebelstückchen einmal alle vom Rand runter mit meinem Spatel. Die werden jetzt angedünstet. Dazu gebe ich 20 Gramm Öl in den Mixtopf. Ich nehme jetzt Sonnenblumenöl. So. Und dünste das Ganze an. Und zwar 3 Minuten bei 120 Grad. Auf Stufe 1. So, unsere Zwiebelchen sind schön angeschwitzt. Jetzt kommen 100 Gramm Reis in den Mixtopf zu den Zwiebeln dazu. Ich habe jetzt Basmati-Reis genommen und 200 Gramm Möhren. Die habe ich gut abgeschält und in Scheibchen geschnitten. Einfach so. 5 mm ungefähr, Pi mal Daumen, sind bei mir auch nicht alle gleich geworden. So, und das dünsten wir jetzt auch nochmal an. Wieder 3 Minuten bei 120 Grad, dieses Mal aber mit Linkslauf und auf der Stufe 2. Ich zeige euch gerade mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Der Reis ist ein bisschen angedünstet und unsere Möhren, unsere Karottenscheiben. Ich schiebe einmal hier noch die Reiskörner vom Rand runter. So, und gebe eine Dose stückige Tomaten, das sind 400 Gramm, dazu. Gramm Wasser habe ich mir schon abgewogen. Ein Teelöffel Salz kommt mit rein. Und ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Das mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle einfach so Pi mal Daumen.
Werde ich nachher eh noch abschmecken und schauen, ob mir noch irgendwie was fehlt. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und wir garen das Ganze 17 Minuten. 17 Minuten bei 100 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1. Ja, mein Lieben, der Reis ist gegart. Ich zeige euch gerade mal, wie das jetzt aussieht. So, ich habe mich jetzt gerade irgendwie ganz spontan dazu entschlossen, noch Feta-Käse dazu zu tun. Ich habe noch von meinem Schnibbi-Salat nämlich die Hälfte übrig, also ungefähr 100 Gramm. Und ich habe mir überlegt, dass das jetzt super passt. Ist jetzt ganz spontan, aber die spontansten Ideen kommen einem manchmal ja erst beim Kochen und sind dann aber auch die besten. Also wenn ihr wollt, gebt jetzt auch einfach ungefähr 100 Gramm, Pi mal Daumen, Feta-Käse in Würfelchen geschnitten dazu. Ich habe mir noch ein paar zur Seite gelegt für die Deko. Da gebe ich dann nachher, wenn ich den Teller schön anrichte, für euch ein paar Würfel oben drauf. Und es kommt jetzt noch 100 Gramm gekochter Schinken dazu. Den habe ich einfach in so dünne Streifen geschnitten. Könnt ihr aber auch würfeln, ganz egal, wie ihr wollt, wie ihr Lust und Laune habt. Und jetzt rühre ich das Ganze einmal kurz mit dem Spatel leicht unter. Ich schreibe euch das mit dem Feta-Käse natürlich ganz am Anfang im Video in die Bildtitel rein, damit ihr wisst, was Sache ist, weil ich das jetzt bei den Zutaten nicht mit abgefilmt habe. So, jetzt ist das Ganze untergemischt. Jetzt aber nochmal ganz kurz ein Minütchen, eine Minute bei 100 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1 aufwärmen. Ja, jetzt werde ich es noch kurz abschmecken, ob ich vielleicht noch ein bisschen Salz oder ein bisschen Pfeffer rangeben möchte und auch, ob der Reis gar ist. Noch sehr heiß, muss ich kurz pusten. Also der Reis passt von der Garzeit. Ich glaube, ich brauche ein kleines Tickchen Salz. Ihr kennt mich ja, ich muss immer ein bisschen Salz noch nachwürzen, aber das ist ja auch immer alles Geschmackssache. Aber ansonsten richtig, richtig lecker. Richtig schön tomatig. Nur schmeckt aber auch die Karotten durch. Ein wirklich leckeres Gericht. Wie gesagt, jetzt noch mit meiner spontanen Idee mit dem Feta-Käse. Mega gut, ging wieder rucki-zucki. Ich werde jetzt zwei Teller anrichten, weil ich ja für zwei Portionen gekocht habe. Und dann natürlich noch meine Petersilie drüber streuen. Ihr könnt sie auch untermischen. Ich streue sie heute mal oben drüber. Ich finde, es sieht erstens viel schöner aus. Zweitens bleiben dann die ganzen Vitamine erhalten. Aber macht es einfach so, wie es euch passt. Ja, mein Lieben, und dann war es das schon wieder von mir. Ihr habt gesehen, wie ruckzuck dieses Mittagessen gezaubert werden kann im Thermomix. Überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch für 4 Personen, für 4 Esser kochen. Dann verdoppelt einfach die Zutaten, schaut ein bisschen nach der Garzeit und dann war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, das freut mich immer riesig und ihr unterstützt mich damit auch sehr. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, lasst es euch gut schmecken und bis zum nächsten Video. Bleibt so lange gesund und haltet die Ohren steif und bis bald. Tschüss!